Unsere Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht so schüchtern! Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht! Seaman, da hinten! Kommen Sie herunter! Einen Applaus für die Dame! Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben! Kommen Sie herunter, Sie alle! Subject Delta! Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Thank you.
Agnus Dei. Zugang gewährt. Gel Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Das war's für mich. Das war's für mich.
Ich sollte Dr. Lambs größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das Gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein.
Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Nein, nein! Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter! Zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst.
Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sinn. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Yeah.
Dr. Meltzer. Ist es besser, als unbefugter Eindringling kurzerhand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Raptures. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern als an Ihre Liebe zu ihr. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch. Hey, Dem Daddy! Hier! Ah!
Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Im Gatherer's Garden. Hol es dir. Die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Wer du bist, wenn ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Es ging übel aus. Mein Samen verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle.
ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lamb machen. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector-Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann, ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Für die Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein, ich will nicht. Ich möchte widerstehen. Mit dieser Bestechungsaktion.
diesem Almosen, diesem hanebüchenen... Ich verfluche dich, Delta! Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Den Schlüssel zu Lams Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht töten, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Frieren Sie Ihre Gegner blitzschnell ein. Zur Verwendung, um einen verheerenden Eissturm auf den Gegner loszulassen. Insekten. Schwärme verstecken sich in toten Gegnern und warten auf weitere Beute.